Hi meine Lieben! Ja, heute geht es um meine Yankee Candles, die ich mir jetzt neu zugelegt habe. Manche werden es vielleicht schon aus einem vorigen Video gesehen haben, dass ich mir bei Yankee Online so kleine Teelichter gekauft habe von Yankee und dass ich die einfach mal testen konnte. Und daraus habe ich dann meine Schlüsse gezogen, welche ich mir dann demnächst kaufen werde, in groß und auch in so einer kleineren Variante. Und ja, die Sachen sind jetzt bereits angekommen und ich stelle die euch heute mal vor. Also ich muss gleich mal sagen, ich bin ja kein Duftexperte. Ich kann das auch nur so beschreiben, wie ich es eben empfinde. Und ja, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Das kann sein, dass der eine das total toll findet und der nächste sagt, oh mein Gott, wie kannst du das auch nur mehr als 2 Sekunden dran riechen oder so. Und ja, aber ich habe so meine Lieblinge und wollte die euch eben vorstellen. Und beginnen tue ich mit Christmas Eve. Ich habe mir so 6 Stück sind das, kleine Votivkerzen gekauft. Da gibt es bei DM solche Gläser hier. Die kosten glaube ich 65 Cent. Und die stehen bei den Kerzen, die kann man kaufen, dann kann man sie einfach da reinmachen. Den Kleber kann man ausschneiden und außen drum draufkleben. Und dann ist es auch eine süße kleine Yankee Candle. Und ja, welche, wo ich schon gerne habe, aber wo ich eben nicht so, keine Ahnung, wochenlang riechen möchte, habe ich mir eben in so klein gekauft. Und beginnen tue ich eben mit Christmas Eve. Und das ist so ein fruchtiger Duft irgendwie. Ich würde das nicht unbedingt als Weihnachtsduft bezeichnen. Also ich würde sagen, das geht so generell in der kälteren Jahreszeit. Es ist auf jeden Fall irgendwie fruchtiger. Oh, ich hasse es. Ich kann es eben nicht gut beschreiben. Und jeder, ich habe auch im Internet schon mal geguckt, welche Duftbeschreibungen die für manche Sachen haben. Und jeder ist sich da uneinig. Also alle sagen was anderes. Aber ich würde sagen, es ist ein schöner, frischer Duft, aber mit Weihnachten gemischt. Also, ja, irgendwie. Und ich würde auch sagen, das geht generell auch, wenn kein Weihnachten ist. Also an regnerischen Tagen oder so finde ich den perfekt. Ja, irgendwie so edel und fruchtig und ein bisschen mit Weihnachtsgewürzen. Ja, auf jeden Fall, ich mag den sehr gerne. Es ist halt schwierig, das richtig zu beschreiben. Am besten, man schnuppert richtig dran, aber es ist immer auch schwierig, da dran zu kommen. Also manche Karstadt-Filialen haben das, manche Thalia-Geschäfte, so Bücherhandlungen und so. Und manche Schreibwarengeschäfte sogar. Aber ja, am besten, man testet das irgendwie. Aber wenn man da nicht dran kommt, dann ist es eben schwierig. Und muss ich auf Duftbeschreibung verlassen. Ja, also ich würde sagen, es ist ein fruchtiger Weihnachtsduft. Aber mehr, ja, eher fruchtig. Dann habe ich hier Snowflake Cookie. Auch ein süßer Aufkleber da vorne. Und das, würde ich sagen, ist von den ganzen Düften, die ich jetzt hier habe, der süßeste. Und ja, es geht in die Richtung Plätzchen, aber so ein bisschen eher künstlicher gemacht. Also das ist so eher der süßliche, künstlichere Duft. Und vielleicht so karamellmäßig kommt da auch noch dazu. Also würde ich jetzt eben sagen. Ja, muss man mögen. Ich glaube, den, also der wird eher beliebter sein als der. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Weil er doch ein bisschen speziell süßlich ist. Ja, so ein bisschen karamellisiert schon. Dann habe ich hier Vanilla Satin oder Satin oder wie man es immer aussprechen möchte. Die haben mehrere Vanilledüfte, aber der hier riecht besonders gut. Und ich finde, der hat so einen sehr typischen Vanilleduft mit frischer Wäsche und einem Hauch Zitrone gemixt. Ja, also es kommt auf jeden Fall so ein frischer Duft und Vanille mit frischer Wäsche, ja. Also irgendwie noch so zitronig dazu auf jeden Fall. Riecht sehr, sehr gut. Also wenn meine Bettwäsche nach was riechen sollte, dann ist es der Duft richtig genial. Da kann ich mir auch vorstellen, dass den viele mögen werden. Dann habe ich Christmas Cookie, auch ein sehr beliebter Duft. Und der riecht auch, wobei, ich muss sagen, die zwei ähneln sich doch sehr in der Süße. Das ist beides sehr, sehr süß. Und hat auch so einen vanilligen Touch. Ja, Plätzchen, Vanille und sehr süß auf jeden Fall. Und wäre ich mir auch nicht sicher, dass das jedem gefällt. Also könnte auch ein Tick zu viel sein von dem Süßen.
aber geht auf jeden Fall mehr in die vanillige Richtung. Dann habe ich hier Season of Peace. Das scheint anscheinend ein neuerer Duft zu sein, wie ich mitgekriegt habe. Und der hat ein bisschen herberen Duft. Also das ist so ein bisschen seifiger. Und ja, wie soll ich sagen, nicht neutraler, aber das ist so schwer. Geht vielleicht in die männliche Hautpflege-Richtung, falls ich das so beschreiben könnte. Also. Und dann doch wieder nicht. Dann ist es doch wieder irgendwie pudrig und so. Also sehr, sehr interessant, dieser Duft hier. Ja, also irgendwie seifig, leicht männliche Hautpflege, Bodylotions und pudrig in einem. Also riecht sehr gut. Und dann habe ich hier noch River Valley. Und da würde ich sagen, das ist definitiv wie ein Männerparfüm mit ein kleines bisschen fruchtig. Ich weiß, das klingt total komisch, oder? Eine Kerze, die nach Männerparfüm oder Männerduft so, ja, riecht, aber es riecht sehr, sehr gut. Also nicht zu übertrieben, aber ein bisschen. Also es hat auf jeden Fall einen sehr herben Duft noch mit bei. Und wie ein Parfüm riecht es, aber ich weiß nicht welches. Also es riecht wie so ein bekanntes Männerparfüm. Ja, also eher herb und nicht süßlich und ein Hauch fruchtig, ein kleines bisschen. Ja, auch so ein Bartduft, so Männerbartduft eher. Dann habe ich meine vier Lieblinge in groß bestellt. Und das sind dann solche Größen. Das sind die 411 Gramm. Housewarmer heißen die. Und mein allergrößter Liebling ist ja diese hier. Das ist Home Sweet Home. Und ich muss sagen, das ist jetzt Macintosh Spice. Auch sehr beliebt und gehypt. Und der riecht relativ ähnlich zu Home Sweet Home. Also dieser Grundduft ist sehr ähnlich. Sehr, auch sehr süß. Und fruchtig auch wieder in einem. Also das wechselt sich so ab, so zwischen, man weiß nicht, was mehr ist. Ist mehr Süße da oder mehr Fruchtduft? Aber das ist mehr so Punsch, Glühweinduft und das ist mehr mit Äpfeln. Ja, es ist wie glasierte Äpfel. Wie die schmecken mit Zuckerwatte in einem, ist das der Geruch ungefähr. Ach, sehr intensiv, sehr, sehr lecker. Ich liebe den. Und könnte mich auch nicht entscheiden, ob ich dann lieber Home Sweet Home mag oder den, weil der hat ein bisschen mehr Apfel drin, was richtig gut riecht. Aber das hier riecht halt auch wunderbar. Also sehr schwer. Dann habe ich Fireside Treats. So ein heller Duft. Und der riecht auch wahnsinnig gut. Das ist auch so ein Duft, wo ich sagen würde, von 10 Leuten gefällt der bestimmt 8. Der ist nämlich nicht ganz so stark. Also der von gerade eben war sehr, sehr stark. Und der eher nicht ganz so. Und hat auch eine Süße, aber das geht schon ein bisschen mehr wie Vanilla Satin. Das ist so ein angenehmer, so ein weiblicher, zarter Duft. Ja, geht auch ein bisschen. Ja, da sind Marshmallows abgebildet. Erst habe ich immer gedacht, das wären Äpfel oder so. Das sind Marshmallows, die gerade so über das Feuer gehalten werden und braun werden. Das kommt schon dem recht nah. Es ist auch wie so ein leicht wieder karamellisierter Duft, aber nur ganz, ganz leicht. Und das kann man sich auch im Schlafzimmer vorstellen, zum Beispiel, finde ich. Also irgendwie auch so, es ist nicht frisch, es ist mehr so ein zarter, leicht warmer Duft. Und könnte mir echt vorstellen, dass das sehr viele mögen. Dann habe ich noch einen gehypten Duft, der auch wahnsinnig sehr gut riecht. Wahnsinnig sehr gut. Lake Sunset ist das hier. Und das hat so einen speziellen Duft, also auch wieder in die Richtung ein bisschen mehr seifiger. Und riecht so Spa-mäßig, so Hotel-Spa. Und dann, ja, eben die Spa-Abteilung. Also ein wunderschönes Bild ist da drauf. Und ja, kann man vielleicht nicht immer riechen, muss ich aber sagen. Also, es riecht sehr edel. Könnte auch. Nein, nicht bei einer Drogerie sein. Quatsch. Wie soll ich das sagen? In einem edlen Kaufhaus oder so? Vielleicht in die Richtung? Ja. Aber irgendwann riecht man nichts mehr, wenn man so viel gerochen hat da dran. Ja, es ist schon edel, aber bei dem wäre ich mir auch nicht sicher, ob das jedem gefällt. Also das ist auch ein leicht spezieller Duft. Ja, jetzt rieche ich bald nichts mehr.
So, dann kommen wir zum letzten Duft und das ist dieser hier. Pink Sands heißt der. Huch, oh Gott. Und das ist auch so ein edler Duft, was auch riecht wie so ein ganz edles Bad in einem Hotel, so Hoteldüfte, aber mit einem frischen Kick, also so Grapefruit-artig kommt noch dazu. Ich glaube, das ist so ein ganz typischer Sommerduft, aber ich wollte ihn jetzt schon unbedingt haben. Aber das ist auch ein sehr, sehr angenehmer Duft, wo ich sagen würde, das riecht in so Kosmetikstudios vielleicht so in die Richtung. Da wird es auf jeden Fall gut reinpassen. Ja, es riecht sehr angenehm. Würde ich auch sagen, würde sehr vielen Leuten gefallen. Also auch sehr zart. Also nicht zu intensiv. Er hat schon einen guten Geruch. Also man riecht es schon raus, sehr gut raus. Aber nicht so extrem süß oder sowas. Was mehr so ein Verwöhnduft, würde ich das mal nennen. Ja, ich hoffe, ihr konntet irgendwas mit diesen Duftbeschreibungen anfangen. Also ich habe mich bemüht, mehr kann ich dazu nicht sagen oder mir fällt der im Moment nicht mehr ein. Ja, und dann hoffe ich, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!